So, dann geht's hier rum. Hier hoch. Die beiden Ressourcenpunkte einnehmen. Ich könnte theoretisch beim Schwarmlord noch Gesundheit spendieren. Oh, zwei Sentinels. Seid ihr euch da sicher, dass ihr euch mit mir anlegen wollt? Ja, sie waren sich sicher. Oh, Predator-Panzer. Der komisch aussieht. Ein Bloodraven-Predator-Panzer ist oben nicht weiß. Normalerweise. Okay, hier ist irgendwas. Terminatoren. Hallo Terminatoren. Sterbt. Jeetstealers, könnt das einnehmen? Ressourcenpunkt erobert. So. Dann schlagen wir uns hier durch. Da ist noch ein Energiepunkt, da ist ein Anforderungspunkt, einen Nachschubpunkt kriegen wir leider keinen mehr. Meine Tyrantenwache ist schon wieder etwas angeschlagen. Du kannst das Lester einnehmen. Oh, die ist ganz schön gut angeschlagen. Die sollte sich gleich einigen. Und heilen. Während meine Jeetstealers und der Schwarmherrscher die schweren Waffenpumps auseinandernehmen. Und der Minimaster sowieso nicht stirbt. So. Ausigeln. Und dann geht's hier hoch weiter. Sind wir ja gleich schon bei der Bloodraven. Festung. Ja, die Tyrantenwache macht sich's einfach. Die geht einfach geradewegs durch die Wand. Okay, alles töten. Den Razorback, das ist die Transporteinheit der Space Marines. Also da können sie sich theoretisch nachrüsten. Dazu haben sie leider keine Chance mehr. Denn der Schwarm verschlingt sie. Ich sagte, der Schwarm verschlingt sie. Prügelt den endlich tot, so. Da oben sind noch mehr von den schweren Kanoneneinheiten. Die sind aber auch gleich tot. Und der Predator hält auch nicht mehr besonders viel aus. So, erst das Geschmeiß hier loswerden. Oh, Sturmterminatoren. Haben dasselbe Symbol wie meine Symbionten. Meine Symbionten reißen halt eigentlich auch. Anforderungspunkt wird gesichert. Tolle Ironie. In dem Spiel Space Hulk. Reißen ja die Jeans, die neigen Terminatoren. So. Ist auch ein nettes Spiel eigentlich, Space Hulk. Aber nicht, wenn man gerade selber Terminator spielt und von einer Jeans-Dealer-Horde überrannt wird. Das ist dann nicht mehr so nett. So, ich habe noch einen Haufen Anforderungspunkte. Ich könnte theoretisch einen Top Gunten rufen. Und den Rest kann ich in Energie für den Schwarmlord stecken. Thermagantenrotte neu entstanden. Jupp, jetzt habe ich ein paar Ganten. Jetzt kann ich wirklich sagen, dass ich einen Schwarm habe. Oh. Schweres Geschütz. Erstmal gucken, dass wir den lieben Rust-Panzer da loswerden. Oh, die Horde von Imperial, das ist unfair. Ihr habt mehr Druck als ich. Schwarmherrscher, wo bist du? Mach mal Spezialfähigkeiten.
Jupp. Verstanden. Dann ballern wir mal die gegnerische Festung mit unseren Spezialfähigkeiten. Da kommen Rezeptoren aus Kapillartürme aus dem Boden. Die haben sogar die Festung zerstört. Ja, jetzt kann ich es spüren. Den Wahnsinn, die Blutlust, von denen Lord Kyra sprach. So, die imperialen Festungen sind weg. Jetzt müssen wir den Land Raider zerstören. Da kommt doch was? Naja, nehmen wir was, Panzer. Meine Kapillartürme haben da alles zerlegt, sogar den Bunker. Ist ja schick. Den Energiepunkt, den spare ich, obwohl. Ganten. Los. Für irgendwas müsste ja gut sein, wenn ich zum Einnehmen. Du kannst ruhig weiter nach vorne kommen. Dich brauchen wir nämlich jetzt gleich. Wenn wir nämlich jetzt den Land Raider Redeemer. Ressourcenpunkt erobert. So. Ihr könnt dann auch wieder zu Rest der Meute stoßen. Was hier alles an unfertigen Nimwas-Panzern rumsteht. Das wäre schön, die alle im Einsatz zu haben. Natürlich nicht, wenn ich gerade Tyrannid bin. Ich werde euch alle unter meinen Ketten zu Knorpel zermalmen. Blut für den Blutgott! Oder willst du so wirklich wissen, dass wir aus Knorpel bestehen? Lord Kyras Blick ruht auf euch, enttäuscht ihn nicht! Blut für den Blutgott! Kanonenbomber nur los! Sterbt! Oh. Der Schwarm ist bereit, das Schlachtfeld zu tyrannoformieren. Das war's schon. Überlasst die Feiglinge ihrem Schicksal! Alle sterben. Unser Team hat den Gegner besiegt. Militärfestung. Einsatz erfolgreich. Verdauungstümpel. Ein Biomorph, das dem Schwarmlord ermöglicht, sich mit den Ressourcen einer Tyranninerhelle zu heilen und seine Energie aufzufüllen. Was auch immer ich darunter verstehen soll. Aber wirklich brauchen tue ich es nicht. So, das war die erste Mission auf Cyrene. Die Heimat, die ehemalige Heimat von Captain Gabriel Angelos. Das erfährt man übrigens auch in der Dawn of War 1 Kampagne. Ziemlich früh, dass Gabriel Angelos von Cyrene kommt. Man spielt ihn ja sozusagen in Dawn of War 1 in der Hauptkampagne. So. Zyanthropen-Warpfeld aktiviert ein Schutzschild. Schaden verbraucht bei Nutzung Energie statt Gesundheit. Ja, das nehmen wir einfach mal. Alles andere brauchen wir nämlich nicht. Und man sieht schon die letzte Mission hier. Die Grube von Maledictus. Letzter Auftrag. Steht da zweimal. Belohnungsauswahl gibt es keine. Deswegen, bevor wir uns an diese Mission wenden, kümmern wir uns erst einmal noch um unseren Schwarmlord. Also der hat den Verdauungstümpel bekommen, den er nicht recyceln kann, was schade ist. Er kann nur die sinnlosen Sachen recyceln. Jetzt gucken wir mal kurz, was hat... Also geben wir ihm jetzt erstmal die mächtigste Waffe, die wir haben. So, die ordentliche Biozidkanone, die brauchen wir gar nicht recyceln, weil er hat schon Maximalstufe. Jetzt gucken wir mal, was hat er. Panzer haben wir keinen neuen. Das ist eine Level 10 Biozidkanone übrigens, schick. Regelmäßige Verstärkung für Tyranniden, das bleibt drin. Chance bei Nahkampftreffer bewirkt Bonusschaden. Nahkampfschaden, das könnten wir ersetzen. Aber wogegen? Gegen die Sporenminenzysten? Nein. Gegen Erneuerung? Nein. Regeneration auch nicht unbedingt. Sporenmine brauchen wir auch nicht. Verdauungstümpel auch nicht. Mentaler Schrei auch nicht.
Nein, Schwarmlord wiederbeleben brauchen wir auch nicht unbedingt. Und Angreifer in der Nähe erleiden bei einem Treffer Schaden. Das können auch drin bleiben. Dann bleibt das halt drin, falls er mal in den Nahkampf kommt, ist das nützlich. Weil jetzt macht er 138 Nahkampfschaden, ohne macht er 122. Er macht 440 Distanzschaden. Autsch. Angriffssynapse, Defensivsynapse, Geschwindigkeitssynapse. Okay, ich glaube, wir nehmen jetzt die Angriffssynapse mal rein. Die macht mehr Nahkampffähigkeiten für Verbündete und mehr Fernkampf- und Nahkampfschaden. Das da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Rüstung und Gesundheitsregeneration für Verbündete, weil er heilt ja fast alles, was er im wenn er was trifft. So, ich würde mal sagen, damit ist er fertig ausgerüstet. Jupp. Truppenmäßig sieht es auch gut aus. Den Liktor haben wir gar nicht freigeschalten. Carnifex haben wir vollständig frei. Nur der Zoanthrop, der hat keine Freischaltungen. Schwarmherrscher und Tyrantenwache haben gar keine. Krieger haben leider nur Biozidkanonen. Warum auch immer. Venatoren haben wir auch freigeschalten und wir haben eigentlich jeden Planeten überrannt, außer Cyrene. Da gibt es noch eine Mission, die wir uns aber erst beim nächsten Mal anschauen. Denn das ist die letzte Mission. Und vorher habe ich noch eine kleine Spoilerwarnung, aber die wiederhole ich dann nochmal, bevor wir in diese Mission starten. Also, bis dann.